dass der Tinko gute Figur machen wird. Davon ist aber auszugehen, weil die Leistungen, also sowohl im Vorlauf als auch dann im Semifinale, großartig waren. Also den Michael Phelps zu schlagen im Vorlauf ist einmal schon großartig, und dann so mit zu schwimmen und so strategisch klug zu schwimmen und sich das Rennen einzuteilen wie im Semifinale, das ist einfach großartig. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es unter Umständen zu einer Medaille für eine Medaille reichen könnte, sich ausgehen könnte, was natürlich sehr zu wünschen wäre. Zumal dann der österreichische Schwimmsport die letzten drei Olympischen Spiele jeweils Medaillen gemacht hätte. Vielleicht macht auch der Markus dann noch eine. Also schon eine dramatische Weiterentwicklung, wenn man davon ausgeht, dass es vorher bei Herren über 100 Jahre fast keine Medaille gegeben hat. Bei Olympischen Spielen ist das schon eine herzeigbare Leistung dann. Der Tinko hat auch die Begabung des Turbos, des Schwimmturbos, das heißt, der speist den immer rein, man hat es ja auch jetzt schon gesehen, also die letzte Länge war im Semifinale großartig, also den Phelps da so zu biegen war, und ihm nachzuschwimmen, ne, und im Vorlauf hinzubiegen. Daran sieht man, dass er diese Begabung hat, und die wird er heute, würde ich mal sagen, hervorzaubern. Er hat sicher noch Reserve, höre ich, sagt er. Das werden die anderen auch haben, muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, dass auch die Konzentration übrigens auf diesen einen Bewerb richtig war. Auch der Nichtantritt bei der Staffel, das war immer eine sportliche Entscheidung, und ich finde, es zeigt sich jetzt, dass das klug war.